Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Oh mei, sind das Musikinstrumente oder was ist denn das? Ich glaube, da laden wir uns heute mal einen Experten ein. Was hätte es denn gebraucht? Was ist das? Und wie funktioniert das? Okay, ich zeig's euch. Dann werde ich euch einmal erzählen, wie denn das da läuft mit den ganzen Dingen. Also, wo fange ich an? Früher mal hat man Bleistifte verwendet zum Zeichnen. Und dafür hat es dann gegeben die Spitzer. Da hat man natürlich gleich mal einen Dreck gemacht. Passt. Bleistift und Spitzer. Ein bisschen später sind dann entstanden sogenannte Druckbleistifte. Da drückt man hinten drauf, dann geht vorne da die Klammer auf. Und der Stift verschwindet drinnen. Oder die Mine. Und die kann sich natürlich auch so herausfallen lassen. Man kann sich vorstellen, das bricht ganz leicht ab. Und um die zu spitzen, gibt es jetzt wieder was anderes. Wahrscheinlich ist das überall irgendwo mal schon untergekommen. Diese kleinen Dinger, das sind sogenannte Minenspitzer. Mit denen kann man, wenn man geschickt ist, da hineinfahren und dann die Mine spitzen. Macht natürlich auch einen Dreck, muss man aufpassen. Und wenn man da ein bisschen verkantet, bricht sie ab. Die Profis verwenden da solche aus Messing. Die sind etwas schwerer. Und manchmal sieht man auch noch solche Gebilde. Die haben da oben zwei so Löcher. Und bei der Mine mache ich halt jetzt da auf. Und dann fahre ich so weit runter, bis diese Spannzangen da genau anstehen. Jetzt steht auf eine bestimmte Länge heraus. Und dann sieht man das da. Wo kann ich das machen? Da hinten sieht man es. Jetzt fahre ich mit dem da genau hinein. Und der wird dann da vorne automatisch gespitzt. Wunderbar. Hätten wir das auch erledigt. Noch später sind dann diese Druckbleistifte entstanden mit den kleinen Minen. Da macht man einfach so, dann kommt sie da vorne heraus. Und die ist halt so dünn, dass man sie überhaupt nicht mehr spitzen muss. Man druckt einfach nur nach. Für die Minen, die Druckbleistifte, die gibt es in solche Schachteln. Da sind sie alle einzeln drinnen. So, das war die Geschichte des Bleistifts. Und wenn man dann da hineinschaut, das ist zum Beispiel ganz ein alter Zirkel. Den hat mein Papa noch in der Schule verwendet. Das ist also schon gescheit lang her. Ja, und so ein Zirkel. Im Prinzip funktioniert der heute noch genauso wie damals. Manche haben halt jetzt da in der Mitte so ein Radl, wo man das verstellen kann. Ich muss mir da die Mühe machen und das händisch einstellen. Dann hat er da verschiedene Schrauben drauf. Wenn ich die aufschraube, kriege ich die Mine raus. Wenn ich die aufschraube, kriege ich die Spitze raus. Und wenn ich die aufschraube, dann kriege ich den Vorderteil da raus. Und das braucht man, dass man da oft solche Verlängerungen dazwischen hineingibt. Das schaut dann in etwa so aus. Verlängerung drinnen. Die Mine davon wieder dran. Zugeschraubt. Und jetzt habe ich halt da einen Zirkel. Mit dem kann ich große Kreise machen. Aber man sieht schon, das ist, wenn das einmal so flach ist, kann man es weder einstechen noch zeichnen damit. Und dafür haben die diese Gelenke da. Und da kann man jetzt so Kreise zeichnen. Das ist die Verlängerung. Wir brauchen die nicht, so große Kreise machen wir da gar nicht. Hinein damit. Und wenn ich es schon heraus habe, da ist doch glatt noch so etwas dabei.
Tja, das kennen wahrscheinlich auch nur die wenigsten. Das hat man gebraucht, um da Dusche mit oder mit Dusche zu zeichnen. Da kann man, wenn man da dreht, gehen da vorne die beiden Dinger mehr oder weniger weit auseinander. Da ist sogar auf dem Radl oben so eine Einteilung. Das bestimmt also dann die Strichstärke, die man da erreicht. Und in den Zwischenraum, da hat man mit einer Pipette die Dusche hineingetröpfelt. Ihr könnt euch vorstellen, das war mitunter auch eine Potzerei, wenn man das nicht beherrscht hat. So, wir brauchen das natürlich nicht mehr. Das ist Geschichte. So, jetzt haben wir den Zirkel wieder zusammengebaut. Und dann ist da meistens noch dabei ein Behälter, ein kleiner. Der kann aus Plastik sein, da war halt nur aus Metall. Und wenn ich den ausleere, dann habe ich da Ersatzminen und Ersatzzirkelspitzen. Ja, und da kommen wir jetzt gleich zu dem nächsten Problem, wenn ich da jetzt da so eine Zirkelmine habe. Ja, genau so da. Dann mag der für den Zirkel noch geeignet sein, ja. Aber zum Spitzen ist das jetzt eine Wurstlerei, da geht nichts mehr. Und selbst wenn ich da jetzt die Mine eingespannt habe, gell, da komme ich gar nicht so weit hinein, wie die Mine da also steht. Deswegen tut man Zirkel anders spitzen. Und manchmal sind da so kleine Schleifpapierblätter dabei. Ich habe da so ein Schleifpapier. Und da geht man jetzt daher. Und ich zeige es euch aus der Nähe. Schleift den so leicht schräg. Der hat also da nicht, wie man es gewohnt ist, von einem Bleistift, also eine Spitze, sondern der hat so eine schräge Fläche. Und der kommt ganz nah dran an die Spitze. So kann man ganz winzige Kreise zeichnen, wenn man es kann. Das ist auch nicht einfach. Da könnte man jetzt zum Beispiel auch hergehen und sagen, okay, ich mache den ein bisschen breiter, dann tue ich mir leichter zum Halten, aber ich tue dann die Fesseln so zusammen und schon kann ich da Mini-Kreise zeichnen, wenn man es kann. Wenn man da eine neue Spitze hineintut, dann macht man da üblicherweise bei der Mine auf, steckt sie rein und schaut dann, dass die Spitze und die Mine gleich weit herausstehen. So, und dann schaut man bei der Mine zu. Ja. Da sieht man es. Spitze und Mine schauen genau gleich weit heraus. Dann kann man gescheit arbeiten. Soweit zum Zirkeln. Noch irgendwelche Fragen? Die müsst ihr mal halt dann schreiben.